Die Wahl zum Abgeordnetenhaus im US-Bundesstaat Virginia entwickelt sich immer mehr zum Wahlkrimi. In der jüngst abgelaufenen Legislaturperiode waren die Mehrheitsverhältnisse noch klar. Die Republikaner hielten 66 Abgeordnetensitze, die Demokraten 34. Seit der Wahl am 7. November ist alles anders. Der Vorsprung schmolz auf einen einzigen Sitz zusammen. Es stand 50-49 Sitze. Und das Rennen um den 100. Sitz dauert bis jetzt an, im 94. Bezirk ist der Republikaner David Yancey gegen die Demokratin Shelley Simmons angetreten. Da Yancey nach der ersten Auszählung nur 10 Stimmen vor der Herausforderin Simmons gelegen war, wurde erneut ausgezählt mit einem denkbar knappen Ergebnis, 11.608 Stimmen zu 11.607 Stimmen zugunsten der Demokratin Simmons. Gestern entschied jedoch ein dreiköpfiges Richtergremium, dass ein weiterer Stimmzettel gezählt werden dürfe, damit bekam der Republikaner Yancey eine weitere Stimme dazu. Und damit halten beide Kandidaten aktuell bei 11.608 Stimmen. Obwohl es ein Unentschieden bei einem Urnengang nur äußerst selten gibt, hat das Wahlgesetz von Virginia auch hier einen Ausweg parat, der Zufall muss nun entscheiden. In den kommenden Wochen wird also die Wahlkommission des Bundesstaates per Los entscheiden, sehr wahrscheinlich ist ein Münzwurf. Und auch dann ist die Wahl im 94. Bezirk noch nicht endgültig entschieden, denn der Verlierer kann eine erneute Nachzählung der Stimmen verlangen. In Virginia steht nämlich einiges auf dem Spiel. Sollten die Demokraten den Sitz gewinnen, würden sie den Republikanern erstmals seit 17 Jahren die Mehrheit im Abgeordnetenhaus des US-Bundesstaates entreißen. Beide Parteien kämen dann auf je 50 Abgeordnetensitze in dem Parlament. Die Wahl in Virginia brachte ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis. Bei der Regionalwahl hatte sich die Demokratin und offen als Transgender lebende Danica Roem gegen den langjährigen republikanischen Abgeordneten Robert Marshall durchgesetzt, der sich selbst als Virginias obersten Schwulenhasser bezeichnete. Die 33-Jährige ist damit die erste offen als Transgender auftretende Abgeordnete in Virginia und möglicherweise in den gesamten Vereinigten Staaten. Die Lobbygruppe Gay und Lesbian Victory Fund hatte die Entscheidung der Wähler gelobt, eine kluge, lösungsorientierte Transführerin einem spaltenden Anti-LGBT-Demagogen vorgezogen zu haben. Dies sei eine starke Botschaft an Anti-Trans-Gesetzgeber im ganzen Land. Roem, eine Musikerin und ehemalige Journalistin, hatte vor der Wahl betont, sie gehe nicht als Symbol der Schwulen, Lesben, Bi und Transsexuellen, LGBT, in die Politik, sondern wolle ihre Erfahrungen als Lokalreporterin für die Gemeindepolitik nutzen. Der unterlegene Marshall sagte nach seiner Niederlage, 26 Jahre lang war ich stolz, für euch und unsere Zukunft zu kämpfen, er sei dankbar für die langjährige Unterstützung.